2-1 Risiko bei Bad Company. Wir werden vom Hubschrauber beschossen, in dem der Legionär sitzt. Warum? Weil der Schurke immer im Hubschrauber sitzt. Das heißt, das muss Fritz jetzt machen. Ach, Hubschrauber abschießen machst du auch nicht? Nee, Hubschrauber ist alles deine Baustelle. Das ist gerade eine sehr schöne Variation von diesem Battlefield-Thema. In der Musik gerade eben. Wo ist er denn? Jetzt ist er vorbei. Wow. In der letzten Folge haben wir das Gold gefunden, aber momentan ist noch nicht ganz klar, wie wir dieses ganze Zeug da rauskriegen sollen. Ach du Scheiße. Jetzt eine Spritze. Shit, die sind überall. Ach. Danke, Sarge. Moment. Immerhin schießt er immer mal wieder Sachen aus dem Weg. Entschärfen. Selbst diese Fässer explodieren nach. Ah, da gibt's Munition. Fast geschafft. Vorne da ist das Ziel. Sind wir eigentlich schon? Nee, auf dem Schiff sind wir noch nicht gesagt. Nee, das kommt noch. Was ist hier für eine Unordnung eigentlich? Ja, die räumen da halt nie auf. Wow. Da ist doch jetzt aufgeräumt. Spritz dich. Spritz dich. Okay. Drogen. Konsum-Promotions finde ich nicht in Ordnung. Ja. Du hast geübt, was, Press? Ich hab ne Kugel. Stehe unter schwerem Beschuss! Genau. Oh. Das war, glaube ich, nicht ich. Wir haben das Flakgeschütz zerstört! Was ist denn hier, Marlo? Alles klar? Wir brauchen was anderes, um den Heli auszuschalten. Marlo, sieh zu, dass du was findest. Wir brauchen was anderes, um den Heli auszuschalten. Ich hau hier ab. Ich hau hier ab. Guck mal, da hinten liegt irgendwas. Ein Panzer vielleicht. Ein U-Boot. Ölplattform. Oder sowas ähnliches. Zeig mal, was Panzerfaust, was ist das? Klassiker. Wow. Ich hätte gedacht, der Legionär würde. Naja, er würde mehr reden. Ich schätze, er ist wohl eher der schweigsame Typ. Halt die Klappe, Sweetwater. Wow. Was ist denn der? Da in dieser Wolke. Scheiß Wolke. Ich hasse Wolken. Ja, Mann. Ja, was ich so gedacht. Falsch gedacht. Oh, so. Oh, weißt du was? Versuch das mal mit dem Raketenschlag-Tool. Dann gibt's Chivo. Du Ratte, du. Der hält halt nicht still. Doch, hält er. Ziel erhalten. Bombe ist unterwegs. Fuck, fuck. Das geht, 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 das geht. Ich krieg mich. Naja. Können doch mal nachzählen. Nö. Aber wenn. Soll ich es nochmal versuchen? Versuch's nochmal. Das geht schon. Wir haben ja Zeit. Eigentlich musst du halt irgendwie ihn markieren auf dem Rückweg, wenn er gerade am Wenden ist, dass die Rakete dann einschlägt. Am besten so, wenn der Wind gerade umschwingt und es ein Schaltjahr ist. Bombe ist unterwegs. Schönen Tag noch. Das geht schon nicht. Geht jetzt schon nicht. Ja, wenn er jetzt losfliegt. Checkt der das denn eigentlich? Der weicht aber nicht aktiv aus, oder? Nee, der hat so, glaube ich, so ein paar Bewegungs...
Muster. Ja, fliegt. Das sieht gut aus, weil er gerade angehalten. Ja, aber jetzt fliegt er schon wieder weg. Also ist er schon wieder weg. Ja! And the crowd goes wild! Das Achievement lasse ich mir aber hier auszahlen von dir. Langsam leistest du wirklich was in unserem Squad. Genau, er kann mir jederzeit Rückendeckung geben. Ja, nicht schlecht für ein Greenhorn. Tja, Jungs. Konzentrieren wir uns aufs Gold. Ich find's toll, dass ihr mich endlich in eurem Squad aufnehmt. Hey Jungs, hat sich schon einer überlegt, wie wir das Gold hier wegschaffen wollen? Du schon wieder. Negativ, negativ, negativ. Habt ihr die leiseste Ahnung, wie schwer das Zeug ist? Mann, wir werden bald die reichsten GIs der Welt sein. Kannst du dich nicht wenigstens eine Minute darüber freuen, du Blödmann? Lass ihn, Haggard. Ja, es war so schön, klar zu sein. Siehst du, was uns deine negativen Gedanken eingebrockt haben? Ach, dann ist alles meine Schuld. Mir egal. Wir haben's vergeigt. Lasst uns abhauen, bevor sie uns finden. Soldaten! Worauf wartet ihr denn noch? Sir, wir sind eine Gruppe von sicher, eingebetteten... Sir, die Gegend ist sicher. Wir warten auf neue Befehle. Nehmen Sie den Truck und folgen Sie dem Konvoi. Sir? Ja, den Truck dort mit den Metallabfällen. Vorwärts! Sir! Yes, Sir! Kriege werden aus allen möglichen Gründen geführt. Und falls die, die einem genannt werden, nicht gut genug sind, muss man eigene finden. Und glaubt mir, mit etwas Glück kommt ihr unversehrt davon. Aber letzten Endes zählen nur die Männer neben einem. Tyrannosaurus Rex, ich komme! College, Achtung, ich komme! Auf zum Angeln! Oh, schön. Das ist ein netter Humor, oder? Ja. Schade, dass sie das wirklich so ein bisschen verloren haben. Also, ich gebe zu, ich habe mir etwas mehr Brüller erwartet. Es war jetzt die ganze Zeit über sehr sympathisch, aber es war halt nie so dieser eine Schenkelbrecher dabei. Oh, Legionär. Ja, das ist der von GTA 4. Jetzt gehe ich nach Amerika und bringe alle um. Was wir halt jetzt natürlich nicht gemacht haben, ist, also wir sind immer recht schnell von einem Punkt zum anderen gerannt. Ja. Was uns jetzt komplett fehlt, sind halt diese Idle-Konversationen. Ja. Ich hatte zu Hause nochmal nachgeguckt. Ich habe sie, glaube ich, also ich habe die ersten drei Missionen mal irgendwie am Stück nochmal irgendwie aufgenommen gehabt, von vor Ewigkeiten. Vielleicht habe ich die anderen auch, aber ich habe sie nicht so schnell gefunden, aber ich wüsste nicht genau, wo sie ehrlich gesagt wären. Vielleicht kann man die nochmal so ein bisschen zusammenschnippeln, weil das ist halt auch sehr witzig, was sie da zwischendurch noch erzählen, wenn man einfach mal irgendwo stehen bleibt, was sie dann für Gespräche anfangen, ist schon sehr nett. Es ist halt, es ist kein so ein Wegschmeißhumor, es ist wirklich mehr so diese Three Kings Variante. Ja, aber eine echt spaßige Kampagne, also vor allem dieses Wände kaputt machen wird nicht langweilig. Also auch generell, wie man halt, wie die Feuergefechte halt ablaufen. Es ist alles sehr frei und trotzdem immer dieses, hinter jeder Waffe ist irgendwie Wumms dahinter. Das macht schon Spaß. Ich finde es auch wirklich nett mit den KI-Begleitern. Die sind immer dabei, du hast immer den Eindruck, die machen ein bisschen was, aber sie nerven nie. Ja. Du musst dich nie um sie kümmern. Stimmt. Schöne Mischung, die sie da gebaut haben. Also so in der Art nochmal in Operation Flashpoint. Auch von dem Look und von dem Feeling und von diesem, okay, man ist in einer Truppe unterwegs und hat halt nicht diese Truppe dabei, um die man sich wie so einen Haufen Deppen kümmern muss. Aber was wäre denn dann das Operation Flashpointige daran? Oder was würdest du da, warum würdest du denn Operation Flashpoint noch ein bisschen haben? Auf einem etwas größeren Scale. Und vielleicht auch, also da hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn man Operation Flashpoint so machen würde, hätte ich nichts dagegen, wenn es dann nochmal so wäre wie das erste, dass es recht ernst war. Und auch andere vielleicht dann nur, dass man auch mal in andere Rollen und so schlüpft. Fände ich jetzt nicht so wild.
Und dann halt einfach ein bisschen größer noch. Alles ein bisschen größer aufgezogen. Bin mal gespannt, was sie mit der Bad Company-Serie machen. Also weil jetzt momentan... Ist erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Ja, momentan... Es kommt ein Hardline als nächstes. Die Battlefield, also DICE selbst, die arbeiten ja dann irgendwie noch immer noch an Battlefield 4 und DLC. Und dann haben sie Mirror's Edge auch noch und Battlefront, Star Wars Battlefront. Ja, und ich glaube, dass EA ist da schon ganz schön dahinter, da irgendwo nochmal ein Battlefield 5 rauszuhauen. Meinst du? Weiß nicht. Also ich glaube, ich habe immer noch sehr Angst, dass da die Zahlen das vorschreiben. Und, und Spiele mit der konkreten Zahl im Namen verkaufen sich in der Regel besser als die Ableger. Aber 5, das klingt immer schon so abschreckend. Klingt schon sehr nach, ja, jetzt sind wir schon so. Das ist auch bei Metal Gear ist ja auch so. Da muss ich jetzt 4 Spiele vorher gecheckt haben. Und das ist ja eigentlich, sind eigentlich noch viel mehr Spiele vorher, die man gecheckt haben muss. Das ist ja ganz schlimm. Gut, bei Battlefield ist das Konzept Gewehr, vorne kommen die Kugeln raus und dann gehen sie in den Kopf rein. Das ist nicht so kompliziert. Das ist so wild, ja. Also sie werden diese Battlefield Bad Company Marke nicht aufgeben. Schon allein, weil es eben eine Ablegermarke ist und sie schon etabliert ist. Das hat mir der Gustafsson auch im Interview da irgendwie gesagt, so sie... Die können ja sich, also dadurch, dass sie eben Teil eines großen Konzerns sind, sich nicht einfach hinhocken und sagen, wir machen jetzt unser Ding. Das muss ja alles irgendwie durch über 1000 Tische und durch 1000 Hände gehen, dass das mal durchgewunken wird. Aber das sieht man ja leider inzwischen dann auch sehr. Weil hier siehst du genau das Gegenteil. Also da haben garantiert nicht so viele Leute von Anfang an gesagt, wie es aussehen soll, wie bei einem Battlefield 4 zum Beispiel. In diesem ganzen, ja, unsere Marktforschung hat gesagt, wir brauchen so Macho-Situationen und hier und nochmal einen Gang und Inszenierung, Knall und Peng. Weil Call of Duty verkauft sich nämlich gut, ja. Die können das aber dummerweise, zumindest den Teil können die. Ja. Dafür können sie andere Sachen nicht, die ihr mal konntet. Ja. Schade drum. Nee, aber ein sympathisches Spiel, also. Ich bin froh, dass ihr das noch nachgeholt habt. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben ja schon diverse andere Pläne, was wir als nächstes spielen wollen. Wie sind wir eigentlich auf das gekommen? Wir hatten uns das immer schon mal vorgenommen. Ja, es war, glaube ich, seit wir den Let's Play-Kanal gegründet haben und immer mal wieder so ein bisschen so Spielelisten durchgegangen sind, war es immer mal dabei, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man mal. Und dann wurde es wie immer durch irgendwelche aktuellen Themen verschoben, weggeschoben, weggehauen. Und jetzt war halt diese Phase, wo mal nicht so viel los war. Du hattest auch ehrlich gesagt keinen Bock auf die aktuellen Sachen, die so ein bisschen da waren. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt grätsche ich einfach dazwischen. Ja. Bin mit dem gekommen. Witzigerweise über einen Umweg über ein anderes Kriegsspiel. Das wir noch nicht verraten. Genau. Was wir aber noch spielen werden. Ja, aber wir können das nächste Projekt, glaube ich, schon verraten. Das können wir machen. Ich hoffe, die Blu-ray, die ich gekauft habe, ist irgendwie kaputt oder so. Das dürfte eigentlich nicht sein. Oder die PlayStation 3. Also zumindest es existiert die Absicht, dass wir das nächste Heavenly Sword spielen wollen. Ja. Nach der Gamescom-Ankündigung von Hellblade, was überhaupt nichts mit Heavenly Sword zu tun hat. Jetzt müssen wir außer, ja wissen, dass es fast genauso aussieht. Müssen wir wissen, was es alles gar nicht damit zu tun hat. Ja. Das hatte ich nämlich auch nie durchgespielt, sondern immer nur so abschnittsweise mal. Und es ist ein Spiel von Ninja Theory, vor dem ich ja vor Ehrfurcht in den Staub falle. Und Anna Torf spricht die Hauptfigur. Ich werde bekloppt. Das hoffentlich können wir das auf Englisch mit deutschen Untertiteln sprechen, dass man die hören kann. Ja. Das ist zumindest erstmal so der nächste Plan. Dafür. Wusste ich doch, dass wir das irgendwo dazwischen geschoben kriegen. Gibt's das denn im PSN auch? Nee, das gibt's nämlich nicht. Ach du Scheiße. Das ist total komisch. Das gibt's nicht. Obwohl PSN witzigerweise ja angefangen hat, jetzt irgendwie in den letzten Monaten ein paar Titel aus diesem wirklichen PS3-exklusiven Stamm nachzutragen. Mhm. Also ich glaube, sie hatten die Resistance-Serie jetzt nach und nach nachgeguckt. Weil das Resistance 3 war auch ewig nicht im Shop drin. Mhm. Wo ich auch immer so dachte, hä, was ist denn da? Ist doch eure Marke. Ihr habt ja da wirklich alle Rechte an dem Zeug. Warum ist das nicht da? Das war ewig nicht drin und dann ist es aber jetzt vor ein paar, zwischen uns wahrscheinlich Wochen, ist es aufgetaucht. Das heißt, es ist ein bisschen Lotto noch, ob die Disc, die du da hast, ob die noch funktioniert. Aber wenn, dann... Im Notfall kann man auch mit der nochmal eine bestellen. Ja, das soll es ja auch geben. Also dann demnächst auf diesem Kanal Heavenly Sword und andere Spiele. Guck, siehst du, das ist ja Lars Gustafsson. Genau. Mit dem habe ich geredet. Ja. Lead Designer. Das sind auch immer die gleichen eigentlich noch, ne? Die da so im Kern sind schon noch viele dabei, die da seit einer ganzen Weile dran sind. Der Gustafsson ist wohl schon seit dem, wie heißt das, Eagle-Dingsbums? Codename Eagle?
Codename Eagle war ja noch unter einer anderen Firma der Vorgänger. Ja? Hat das gar nichts mit DICE zu tun? Ich glaube, das war DICE war noch. Also, ich weiß nicht, ob das dieselben Leute dann zum Teil schon waren, aber das war doch noch eine andere Firma. Kann sein, weiß ich nicht. Das war ja dann so der Urahne von Battlefield. Vollkommen gefloppt, aber es hatte schon ganz viele von diesen Elementen drin. Witzigerweise kann ich mich auch daran erinnern, dass ich die Solo-Kampagne gespielt habe und den Multiplayer wahrscheinlich komplett ignoriert hatte. Was drückst du denn, wenn beim Abspann das Licht ausgeht? Drückst du den Stick, oder? Ich drück den Stick zur Seite, ja. Drückt ihr auch den Stick? Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr denn meint. Das ist eine Spontanumfrage. Wieso? Wer drückt denn was anderes? Weiß ich nicht. Also Taste drücken ist ja viel zu gefährlich. Ja, das ist voll gefährlich. So, dann drückst du am Ende noch das krasse Easter Egg weg oder so. Deshalb lieber sticken. Das weiß ich ja auch nicht, ob da jetzt noch ein Easter Egg kommt. Deswegen müssen wir jetzt noch eine Weile Unsinn erzählen. Nur deswegen sprechen wir überhaupt miteinander. Würde es keine Easter Eggs in Spielen geben, wir hätten uns nichts zu sagen. Gar nicht angefangen, die Spiele so rum. Ich fände ja, ehrlich gesagt, apropos Filme, ich fände ja gerade so die Battlefield Bad Company Ausgangssituation mit den vier Jungs da, sagen wir mal, gerade so in der Art und Weise, wie sie hier noch sind, im ersten Teil, super Material für einen Film. Also, naja, aber gut, das ist im Endeffekt ja nur Three Kings. Ja, aber das kannst du auch normal machen. Ja, das stimmt. Egal, setzt es irgendwo ein anderes Szenario. Also ich fände das natürlich sehr viel besser als für einen Battlefield-Film, als wenn das jetzt halt die ernsten Spiele wären, wenn das dann ja, so eine... Da als Film machen, das ist ja widerlich. Ja, das stimmt. Also, das könnte ja dann nur so ein Juhu, Amerika, toll. Ich hab jetzt nichts gegen Amerika, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film langweilig ist, ehrlich gesagt. Wieso, wenn der Juhu Amerika da ist? Der wird abgehen wie ein Schnitzel. Sind wir schon bei der Übersetzung? Das weiß ich nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ich hole mir die Sekundärliteratur dann. Viele Leute dann doch immer noch an so einem Spiel in irgendeiner Weise mitarbeiten, beschäftigt. Ich würde auch mal in einem Abspann von einem Spiel stehen. Willst du mal? Ja. Ach, das passiert bestimmt mal. Irgendwann wirst du bestimmt irgendwie als Sprecher oder so noch mit bei einem Spiel mit dabei sein. Ist nicht Maxi jetzt bei Dragon Age dabei? Oder irgendwie? Oder bei Witcher? Weiß ich nicht. Nee? Okay. Ja. Ja, Fabian hat mal in einem Battlefield-Spiel mitgesprochen. Und Daniel hat ja mal in... wie heißt das? Into the Ice, aber in irgendeiner Alpha-Version den Nazi-Soldaten gesprochen. Ja. Naja, also, entschuldige mal bitte. Ja. Wenn das nicht mal was ist. Ja. Wo sind wir denn jetzt gerade? Auf der Couch. Boah, wir brauchen hier eine neue Couch. Die ist so scheiße. Ist die Couch hier scheiße. Jetzt haben wir einen schönen Fernseher. Wir müssten mal Kickstarter starten. Nee. Kickstarter für eine Couch. Nein. Für einen Couch-Kartoffelsalat. Nein. Nee, nur für den Kartoffelsalat. Aber wenn dann so ein... Ich würde gerne so ein Abzock, so eine Abzock-Kickstarter-Kampagne machen. Ja, natürlich. So mit falschen Assets. Falsche Bilder von uns. Nee, also ich würde das alles so aufmachen von wegen so ein Pitch-Video, wo wir dann irgend so ein altes, aber beliebtes Computerspiel, was niemand mehr kaufen würde, anfangen. Um eine Couch am Ende zu bekommen. Ja, genau. Nee, also wir zeigen dann halt so Bilder aus dem alten Spiel, so von C64 und so, und dann sagen wir so, wisst ihr noch damals, wie geil das alles war? Ja. Und dann ganz am Ende sagen wir, und ihr zahlt halt hier für unsere Couch. Ja. Gucken halt dann mal, wie viele Leute das wirklich schnallen. Oh, wäre eigentlich ein geiler... Ja, wie bei Star Citizen, halt, jetzt hast du auch für eine Couch. Die wenigsten Leute haben sich halt dieses Pitch-Video bis zum Ende angeguckt. And that's why I, Chris Roberts, really need a new couch. And at the moment, I'm buying the most expensive couch ever for $50 million. Wo hast du die bequem? Ich schon mal den Violinen? Das ist eine super Couch. Ja. Also ich würde die nehmen. Der reicht die bestimmt auch um. Hast du dir da schon so ein teures Raumschiff gekauft für 500 Euro? Ich hab doch nicht mal einen PC. Ja, ist doch egal, das ist so eine Investition in die Zukunft. Star Citizen ist das Spiel, mit dem ich gar nichts anfangen kann, weil alle sagen, das ist so toll mit so Virtual Reality Zeug und dann wird es mir kurz schlecht und dann muss man das mit Joystick und Ding spielen, das konnte ich ja noch nie und da habe ich keinen Computer und die Wing Commanders, da bin ich auch erst irgendwo den dritten Teil gespielt. Das ist, glaube ich, nicht meine Welt. Lassen wir dir alles nicht durchgehen. Okay, muss ich. Aber ich habe ja auch noch nichts gekauft. Was? Du hast doch nicht von dem Spiel, das es noch gar nicht gibt, schon was bezahlt? Du Depp. Ich hab ein bisschen Schiss vor diesen ganzen Weltraumspielen. So scharf ich durchaus drauf bin, die Maus zu probieren. Ich spiele ja das Elite auch öfter mal. Und es ist immer dieses,
boah, geil, ist das cool, so diese erste halbe Stunde rumfliegen und wie cool das aussieht. Und dann kommst du an den Punkt, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich hier? Bei dem Star Citizen ist ja dann wahrscheinlich irgendwie noch eine Kampagne zumindest dabei, über deren Qualität ich nichts weiß. Ja. Ich habe letztens Wing Commander 3 nochmal ein bisschen gespielt und das war spielerisch nicht gut. Das hat nur davon gelebt, dass es sich halt von einer Zwischensequenz zur nächsten getragen hat. Die Mission im Vergleich zu den zu den X-Wing-Spielen und gerade später zu dem Free Space ist ein totaler Scheiß eigentlich. Okay. Und ich weiß nicht, was in dieser Solo, in der Squadron 42-Kampagne passiert. Von daher warte ich erstmal ab, was da kommt, was uns da anbieten. Das ist der falsche Ansatz. Erst zahlen, sich dann informieren. Weil beim Elite ist es halt jetzt so, ja, ich kann halt rumtuckern und Transporte machen und klar auch so ein bisschen Missionen, aber am Ende, es mag zwar Milliarden von Planeten da geben, aber am Ende ist das halt auch alles nur zufällig. Ehrlich gesagt, ich glaube, der Abspann läuft im Kreis. Ich glaube, das ist schon das zweite Mal, dass wir den sehen. Drück mal, Buh. Tja. Wie geil. Geschafft. Das war eine extra lange Schwall ins All-Ausgabe. Danke, dass Sie das ertragen haben. Danke, dass Sie dieses Let's Play angeschaut habt. Wenn euch das gefällt. Dann faltet uns einen Brief und schreibt uns per Taube. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben, würde uns freuen. Bis bald auf GameTube. Ciao. Macht's gut, tschüss.